Was geht ab und willkommen zu einem weiteren Video hier auf diesem Kanal. Ich werde jetzt eingeblendet, sonst schicke ich eine Frau, die sich als Kampfhelikopter identifiziert und das Kabel auf deinem Sofa klaut. Was für ein Kabel? Ach so, das Kabel hier. Ja, kannst du gerne klauen, ist Android. Herzlich willkommen in mein Video. Ich bin Chiara Vierkone. Herzlich willkommen zu meinem Video. Ich bin Lübix. Tut mir leid, hier gibt's nichts zu sehen. Was würdest du machen, wenn du 24 Stunden Zeit hättest mit mir? Fangen die 24 Stunden schon an? Natürlich. Ja, 4-0 Messi! Ich würde sie 24 Stunden lang putzen schicken oder irgendwelche Arbeiten machen lassen, worauf ich keine Lust habe. Was würdet ihr machen? Bitte, Baby, mach dir nie mehr Sorgen um mich. Ach, was ich da höre, das ist der neue Song von Crow. Hier, hör mal. Ich habe nicht danach gefragt, mein Herr oder meine Dame, aber was bist du eigentlich? She, hör. Ach so, tut mir leid, meine Dame. Hi, Bestie, wollen wir uns Make-up-Masken machen? Was? Du magst sowas nicht? Ach so, beste Freundin, du schlägst dir den Kopf ab. Was bist du für eine gute Freundin? Ich habe heute ein Date. Ich habe sie vor 3 Tagen das erste Mal getroffen und sofort mit nach Hause genommen. Aber ich glaube, unser erstes Mal gibt's erst heute. Das sind einfach viel zu viele Informationen. Will ich das wissen? Nee, Diggi. Erzählst du es mir trotzdem? Ja. Interessiert mich das? Nö. Aber freut mich für dich, dass du ein Date hast. Gönnst du nach Club? Wow, kann stolz sein auf dich. Es gibt Sachen, die mehr kosten und Sachen, die weniger kosten. Bei Sachen, die teurer sind, kommt man schwerer ran. Ich wurde unter meinem letzten Video richtig gerade kritisiert, weil ich feiern war. Und in dem Moment dachte ich mir wirklich so, warum zum Teufel lässt man mich nicht einfach mein Leben so leben, wie ich möchte? Ja, es gibt immer Leute, die sagen, feiern gehen ist eine Zeitverschwendung und die sitzen selber zu Hause, machen nichts, chillen im Bett, schauen TikTok, keine Ahnung, machen gar nichts, anstatt irgendwas Produktives zu machen und die Zeit sinnvoll zu nutzen. Und ja, feiern gehen ist eine Zeitverschwendung für Leute, die was produktiv sind, was versuchen zu erreichen oder zum Beispiel gerade viel zu lernen haben für die Schule. Dann nutzt besser die Zeit zum Lernen, anstatt feiern zu gehen. Aber wenn man den ganzen Tag produktiv ist und nicht auf TikTok chillt, nicht irgendwas zockt, sondern wirklich lernt und wirklich an sich arbeitet und Sport macht im Gym, dann kann man sich schon mal eine Auszeit nehmen. Man könnte genauso sagen, TikTok schauen ist eine Zeitverschwendung oder zocken ist eine Zeitverschwendung. Feiern gehen kann auch eine Zeitverschwendung sein, aber Spaß gehört zum Leben dazu. Im Endeffekt ist es ja jedem selber überlassen, was er mit seiner Zeit macht. Hey Leute, verlinkt eine Chaya, die vielleicht mit mir eine Ehre und ein erstes Mal haben möchte mit mir. Und die bekommt dann auch 300 Euro. Wow, mein Lieber, das ist ziemlich großzügig von dir. Ich melde mich bei dir. Und auch noch, wenn sie mich begeistert, kriegt sie auch noch 5 Euro obendrauf. Meine lieben Damen, wenn das kein Anreiz ist, sich bei ihm zu melden, dann weiß ich auch nicht mehr. Für kein Welt der Geld. Hi, das ist meine Bewerbung für 24 Tims zweite Hausparty. Ja. Ich stell mich mal vor, ich bin Julie. Mein lieber 24 Tim, nimm sie doch an. Wir wollen sie bei der Party sehen. Ich bin Paluten und ich muss mir unbedingt mal wieder die Haare schneiden. Junge. Und ja, das mache ich selbst. Mit dem Ding hier. So, Haare sind jetzt nass. So viel ist schon weg. Meine armen Haare. Und so sieht's aus, wenn's fertig ist. Mashallah, Paluten, ich würde dich sofort heiraten, keine Frage. Aber an der Stelle war's das gewesen von diesem Video. Hier sind noch Leute, die eingeblendet werden wollen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Liked und abonniert für den Algorithmus. Haut rein, bis zum nächsten Mal und ciao.